Der SCA Supersamstag am 13. November stand ganz unter dem Motto der fünften Jahreszeit. Rechtzeitig zum Faschingsbeginn lud das SCA einen ganz besonderen Stargast auf die SCA-Bühne. Ja, weder Kosten noch Mühen gescheut, bei uns ist zu Gast der Gottlieb Bendehals. Und das ist natürlich der absolute Knaller im Fasching in Deutschland sowieso. Man kennt die Polonaise Blankenese und da hoffe ich, dass der Saal hier richtig brummt. Los war der Kopf in die Sonne und nur der Schiff mit ihr und Pöpsen. Hier geht was los, da bleibt kein Auge trocken. Klaus Dieter setzt den Heimat. Jetzt kommt hier hinein, die Löcher aus dem Wiesen, nun gehen sie los. Fasching ist eigentlich immer Chaos und ich bin ein Mensch, der selber im Chaos privat lebt und insofern fällt mir das auch gar nicht schwer, auf der Bühne den Chaoten zu spielen. Also Faschingszeit ist, dass man ja, da endlich das tun darf, was man das ganze Jahr nicht tun sollte, einfach lachen ohne Grund, ohne alles, sondern einfach fröhlich sein. Na, für mich persönlich ist das immer ein Highlight im Jahr, weil ich komme ja aus Fulda, man hört es an der Sprache. Und es ist in Hessen so eine richtige Faschingshochburg. Ja, eigentlich immer tolle Erinnerungen dran. Und als die Faschingsgilde hier angefragt hat, ob das SCA denn bereit wäre zur Unterstützung, selbstverständlich gerne. Und wir haben auch eine super Stimmung immer im Haus. Wir haben die fünfte Jahreszeit, da ist zum Beispiel Krönungsball, Sturm auf Schloss Mirabell und so Sachen. Ja. Und im Fasching wieder ein Auftritt da herin im SCA. Aber das gefällt uns auch recht gut da. Und der Herr Wagner kann das so gut mit uns. Und ja, und so sind halt bis 8. März sind halt da sehr viele Veranstaltungen, wo wir überall präsent sind und Salzburg vertreten. Bei ihrem Auftritt präsentierte die Faschingsgilde nicht nur ihr neues Prinzenpaar, auch das Tanzmariechen stimmte mit ihrer Vorführung die Besucher so richtig auf den Fasching ein. Besinnlicher wird es dann wieder beim nächsten SCA Supersamstag. Am 11. Dezember steht dann nämlich alles im Zeichen der Weihnachtszeit.